wäre er trotzdem noch immer nicht sauber. Irgendwie. Ich weiß ja nicht. Irgendwie schaut er trotzdem nicht genug sauber aus. So, ein paar E-Mails checken. Dein Partner Jay. Der Bote hat nicht einen, sondern zwei Chips. Aha, gut zu wissen. Bergungsanfragen. Interessant. Definitiv interessant. Wie schauen wir da aus? Ja, da muss man jetzt ein bisschen beruhigen, ein bisschen schaukeln und alles. What? Lou? Lou? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes BB hat ein ernstes Problem. Ja, das war sie. Das war sie, dass das ein ernsthaftes Problem hat. Hast du nicht den Havra gesehen gehabt, jedes Mal, wenn ich eine stöpsel? Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren BBs über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge Babies sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Oh, El Dragon wieder mit seinen drei Streams. Noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz. Da müsste 30 stehen. Stimmt. Weder der einen Welt noch der anderen. Aber BB28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Zu dir, Sam. Naja, wir sind Partner. Partner? Sam, ein BB ist ein Werkzeug und kein Mensch. Brücke, ja. Baby, nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Geil. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. BB28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Was ist daran so schlimm? Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Nein, nur. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet. Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung, damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Jetzt sind wir zu lang da. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Oh, wird das funktionieren? Oh. Was heißt eine Weile? Was heißt eine Weile? Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Lou wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das BB wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Oh, ich würde es irgendwie nicht hergeben wollen. Doch, es ist kein Problem. Wir drücken Reset und starten. Stepper ist gleich mal durchgeschüttelt worden. Feuer abrunst, Alter, bist deppert. Sam. Das ist mir noch nie passiert. War ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Ja, ja, benutze ich. Jeder benutzt immer meine Dusche. Was ist da los? Jeder, aber wirklich jeder. Anscheinend muss die gut sein. Er steht einfach nur da wie ein Vollidiot. Geh duschen, Digi.
Frag ihn, ob du mit duschen gehen kannst. Frag ihn, bitte frag ihn. Wieso ist er dann drin gewesen, wenn er da nichts tut? Wenn er da nichts macht? Bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahme. Keine Videos für Lippenleseanalysen. Komm näher. Bei Hartmann darf hiervon nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Lehresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Wie so mit dem Wasserspritze im Gesicht spuckt. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strand. Bridget? Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartmann damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen oder sein Gesicht. Aber du vielleicht, weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er drückt die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennungen. Klar, tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land. Ich sehe immer nur die Spritze, wie so eben genau die Pappen fliegen. Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Das ist ein Fix überhaupt nicht peinlich. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal. Aye. Sobald du bereit bist. Mal wieder. Oder mal ohne BB unterwegs zu sein. Bist deppert. Hort. Hort. Nee, besser nicht. Außer du hast eine Heißluftfritteuse, dann schon. Dann könntest du dir dann schon definitiv gönnen. Aber sonst, ne. Nee. Tu es ja nicht, Digi. Tu es besser ja nicht. So, na ja, immerhin ein bisschen was wird da schon langsam was. Ja, mit den ganzen Daten und alles. Trotzdem, mir fehlen noch urviele. Na, mit der Mikrowelle wird es nichts. Na, vergiss. Mikrowelle kannst vergessen. Mikrowelle kannst definitiv vergessen. Na, wenn dann sowas wie eine Heißluftfritteuse oder so. Komisch. Ohne anzustöpseln. Oh, das arme Bibi, ich vermisse es. Das war so süß, wie ein Abrunst hat und alles. Und voll lieb. Richtig lieb. Oh, hat man gedacht. Volle Wäsche abrunst, aber voll Gas. Deadman sagt, dein Bibi funktioniert nicht richtig. Wir müssen deine Hauptmission unterbrechen, bis wir dieses Problem gelöst haben. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Und je weiter du nach Westen gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen.
Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgemont City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben sollen. Nee, Leimund! Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Das sieht nicht aus, Onkel. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es wieder betriebsbereit zu machen. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts, aber. Persönlich besprechen. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay. Zuerst musst du das dagegen beschäftigt bringen. Um die Hierarchie vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen BB-28 und seiner Todmutter. Dann müssen wir, wie ich schon erklärt habe, die Justierung deines BBs anpassen. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Zum Glück treibt dieser Plan unsere anderen Ziele voran. Wir wollen diese Region ohnehin ins chirale Netzwerk integrieren. Also belieferst du Prepper, baust so Beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie, an Bord zu kommen. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bergen einzurichten. Aber viele Leute haben es trotzdem versucht. Überall sind Bunker verstreut. Wir haben eine Auftragsliste von ihnen, die abgearbeitet werden muss. Aber vergiss nicht, das sind Leute, die freiwillig da draußen leben. Leute, denen ihre Privatsphäre wichtig ist. Denk nicht, es könnte leicht werden, sie zu überzeugen. Du musst ihr Vertrauen Schritt für Schritt, Job für Job gewinnen. Noch etwas, Sam. Für eine Weile wirst du ohne Bibi unterwegs sein. Es wird sich stark auf deine Fähigkeit auswirken, dich zu entdecken. Also halte Augen und Ohren nach allem Ungewöhnlichen offen. Und meide den Regen, wenn es irgendwie geht. Wir sind richtig fetter Marsch. Ohne BB sind wir richtig fetter Marsch. Vermeide den Regen, Alter. Der ist auch lustig. Der Habschi. Dann hätte ich aber gesagt gehabt, retten im verletzten Booten. Dann machen wir das als erstes. Fix. Dann machen wir das als erstes. Verletzter Boote geht immer. Du hast jetzt eine Frachtkatapultoption in deinem TCK. Damit kannst du, wie der Name schon verrät, mehrere Behälter über eine große Entfernung katapultieren. Oh, interessant. Gut zu wissen. Ja, ich nehme jetzt sicherheitshalber alles mit. Ich weiß jetzt nicht, wie das da jetzt so abläuft. Blutbeutel nehmen wir jetzt so zwei Haverer mit. Da brauchen wir eh nichts, Waffenmäßig fix, auf alle Fälle. Dann nehme ich einfach gleich so zwei Sturmis mit. Da. Zwei Sturmis. Nehmen wir lieber drei. Man kann ja nicht wissen. Blutgranate nehme ich mir auch so zwei Haverer mit. Und dann passt es. Ich hätte gesagt, hab zwei Schweber nehme ich sicher jetzt aber mit. Sicher, sicher. Und würde das hier noch nehmen. Ja, scheiß auf vier Fahrzeuge. Seine ist eh komplett leer, also dementsprechend drauf geschießen. So, das passt dann eh. Machen wir das einmal so. Ich hätte mal gesagt gehabt, heuer einfach mal alles auf den Bugel rauf. Alles was geht. Fix. Bam bam bam. Nur damit ihr mal jetzt so Bescheid weiß. Dann hätte ich gesagt gehabt, einmal die Sachen, die was wir dann nicht brauchen. Immer mit das auf den Bugel. So. Lasten. Ah, war doch eins zu viel. Leiter lasse ich. Kletterverankerung lasse ich. Noch eine Kletterverankerung kann man weggeben. Blutbeutel haben wir eh. Okay, dann lasse ich ein Sturmi. Ja, dann gehen wir noch ein Sturmi weg. Sicher. Den leeren Blutbeutel können wir weggeben. Den können wir auch weggeben. Den können wir eigentlich auch weggeben. Drauf geschissen. Wie schaut's aus? Ja, wird schon an der Zeit, dass wir die quasi austauschen. Sonst sind wir dementsprechend sehr am Arsch. Richtig fett am Arsch. Schau noch ganz kurz. Passt. Dann tausche ich das sicher jetzt aber auch gleich aus. Ja, fix. Das ist wieder das nächste. Der nächste Plätzchen. Und der nächste Feind oder so. Ist eh wurscht.
Wir wissen eh jetzt schon längst, dass er wer quillt. Also dementsprechend, das ist jetzt. Ich sage jetzt mal nicht zu viel und nicht zu wenig dazu. Wir wissen eh schon längst, wer gewonnen hat. Der passt nicht einmal wie Hönke. Geh bitte. Sehr korrupter Blödsinn, das ist eh wurscht. Passt. Oh, right. Hört sich zwar geil an. Oh, jetzt war man nicht viel damit. Wurscht. So. So, wir werden dann noch ein bisschen Ausrüstung mitnehmen. Sicher, beziehungsweise wir werden sie austauschen. Kraftskelett. Ist ja wurscht, ob Gold oder irgendwas in der Richtung. So, und dann neue Schuhe. Ich hätte gerne die Spezialschuhe, aber die gibt es anscheinend hier nicht. Na, dann müssen wir es lassen. Dann lassen wir es. Dann tun wir halt nur das nehmen. Ich glaube, ich habe eh sogar noch zum Austauschen. Ich glaube, ein paar habe ich noch, will ich meinen. Oder vielleicht hat er es schon weggeben müssen. Also es kann sein, dass er es weggeben hat. Es kann definitiv sein, dass er es weggeben hat. Sturmi. Nee, oder eh noch. Na schau das an, dann können wir ja ausrüsten, im Anzug befestigen. Genau. Warum rechts an der Hüfte? Der deppert. Schuhe anziehen, Burley. Burley, weg mit dem Blödsinn. Passt. Schaut wenigstens halbwegs wieder gut aus. Passt. Ja, du sagst es. Sie denken immer nur an unser Gemeinwohl. Sie denken ja nur an das Beste für uns. Weißt du, was ich meine? Ah, schön. Die wollen ja nur das Beste. Die wollen ja nur das Beste für uns. Sam, hörst du mich? Na, überhaupt nicht. Lockner? Aha. Ich melde mich über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. Wir sind wieder vereint. Eins. Für immer und ewig. Wir sprechen uns noch, also... Klingt überhaupt nicht schräg. ...sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht es nicht. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Was wir wollen. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Du hast uns geholfen. Wir sind jetzt alle verbunden. Klingt gut. Was? Ich helfe dir, du hilfst mir. Klingt gut. Klingt definitiv überhaupt nicht schlecht. Stepper da auf mit dem Haver jetzt. Das kann lustig werden. Das, was ich jetzt schon mal dazu sagen muss, ist, da gibt's keine Straßen mehr oder irgendwas. Da gibt's nur noch ein I und das Motorrad. Wir sind im Arsch daheim. Also richtig bei dem Arsch daheim. Oh, und schon Regen. Oh, weh. Na, schauen wir mal. Oder vielleicht gibt's... Nein, es gibt wirklich eine Straße? Oh, es gibt wirklich eine Straße, geil. Hätte ich mir jetzt... Ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es eine Straße gibt auf Fuß. Oh ja, aber wird eh viel verlangt. Ist aber eh auch klar, dass da viel verlangt wird. Aber finde ich super, das taugt mir. Das taugt mir. So, wo ist der Habsche? Und der Lustige. Ist der da oben oder was? Oder ist der da oben verkreuert? Oder liegt der da irgendwo da unten auf dreht? Muss ich suchen gehen? Steppert. Muss ich jetzt wirklich suchen gehen? Ist im wenigsten lustig. Oh Gott. Das ist ja wenigstens lustig. Entweder hat der Sturm ihm schon mitgenommen. Ich wollte gerade sagen. Hast du unseren Freund gefunden? Oh yes. Wir müssen. Der schaut überhaupt nicht mehr gut aus, der Habsche. Steppert. Schreck gefunden. Immerhin kann er noch den Daumen nach oben zeigen. Immer sagt er. Immerhin, er zeigt wenigstens noch den Daumen nach oben an. Ach du Scheiße. Es ist jetzt ein scheiß verfickter Ernst. Wo ist das Motorrad? Nicht, dass du auf dem Rückweg noch stürzt. Ja,
Ich denk's mir grad so, Alter. Wollten die gerade einen 31er machen? Wollten die quasi auf mein Motorrad scheißen? Extra bestellt, extra bastelt. Das geht überhaupt nicht. So, warte, warte. Wieder kalt, gell? Pizzale. Warte, warte, warte. So, das ist gut. So, jetzt Frachtmenü. Auf chilliger Hase angelehnt. Auf ganz, ganz chillig. Das, das, das. Passt. Heine ins D-Wheel. Wie bei 5Ds. Sag's dir, Alter. Ich hätte gern so ein D-Wheel. Ah, das geht so dazwischen aus. Interessant. Interessant. Na geh komm, Alter. Jetzt passt er nicht durch. Das schaffen wir locker. Ich find's gut, dass da wenigstens der Straße ist. Ich kann mich aber gar nicht einmal wirklich erinnern, dass da eine Straße war. Ich glaube, das haben sie dann im Director's Cut dazu reingekauft. Ja, fahr weiter, scheiß drauf. Drauf geschießen. Aber das haben sie, glaube ich, im Director's Cut dazu reingekauft. Die Bilden, wer weiß nicht. Habe ich da damals eine Straße gebaut? Ich glaube nicht. Könnte mich eigentlich gar nicht so wirklich an die Straße jetzt erinnern. Aber ich glaube, es gab eh vielleicht auch eine Straße. Wer weiß, wer weiß. Das kann nicht gut enden. Ich sage ja, das kann nicht gut enden. Ich hoffe, du magst eine Achterbahn. Das kann jetzt eine Achterbahn werden. Uns überschlagt's fix. 100%. Ja, warte, warte. Annäherung des Zieles. Genau, ne, schau, Alter. Bester Roadtrip deines Lebens, Alter. Schau dir das an, Alter. Das kriegst du bei keinem Lieferanten geboten. Bei keinen anderen. Bei keinen anderen kriegst du sowas geboten, Alter. Ich würde sagen, empfehle mich lieber mal weiter. So schaut's aus. Ich würde mich weiterempfehlen. Ich würde mich definitiv selbst weiterempfehlen. Ja, moin. So, der ist am Boden. Da hat es aufs Auto auf und weiter geht's. Na, gebiete, den geht's eh gut. Hau mal Watschen drüber und sag, dass der gut geht. Sag, dass es dir gut geht, dass du keinen Schaden genommen hast. Sag es, sag es. Aber so ein Feuerwatschen drüber, so sag es, dass es dir gut geht. Es geht mir gut, es geht mir gut. Na, schau, Alter. Via Weltmeister geliefert. So schaut's aus. Wir Weltmeister geliefert, Alter. Bleib ruhig, die Fracht muss jetzt auch nicht beschädigt werden. Die 2-3 Meter, Alter. Mach voll auf die Goschen drauf. Ich mach definitiv nichts dagegen. Wenn es einem auf die Pappen fällt. Na schau, haben wir geliefert. Haben wir sogar noch ein paar extra Likes gekriegt. Sogar 200. Na bitte, der war aber. Der war aber sehr freundlich, sehr, sehr freundlich. Da hat er ein bisschen extra noch zusätzlich geliefert. Super! Also die Dreierstufe, die ist uns einmal fix. Hoffen wir zumindest. Gibst du mit Dreierstufe? Gibst du. Sturmgewehr! Boom, bing! Au, au! Nur mit den Materialien schaut es ein bisschen scheiße aus, aber sonst Bombe, alles drum und dran. Nächster Auftrag, let's go. Steppert. Arzt, das, das, das. Ja, da hätte ich gleich gesagt gehabt, nehmen wir sie das erste. Fix. Nehmen wir sie das erste. Na gut, Digi, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen. Ich nehme sicher jetzt aber noch so einen Haverer mit. Weil wir müssen jetzt tanken. Weil sonst komme ich da nicht weit mit dem Haverer da. Ich hab's vergessen. Da komme ich nicht weit mit dem Haverer. Nehmen wir ansatzweise. Auf, was geht. Obwohl, das eine würde ich schon gern. Warte, 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 wo ist denn das? No. Das kann ich sowieso jetzt weggeben. Das ist schon unnötig. Das ist nicht Stufe 3. Das ist nicht gut genug. Wenn es nicht Stufe 3 ist, Bruder, ist es nicht gut genug. Privater spielt. Nee. Das. Das wollte ich auf den Pudel drauf haben. Da kann ich wenigstens ein bisschen basteln.
Oh, da wird wieder geliefert, Leon. Es wird schon wieder geliefert. Ich überleg. Wie viel Akku hat er noch? Zu wenig. Viel zu wenig. Jetzt gesagt gehabt, da irgendwo da so ein Energiehaverer, da platzieren und tschüss. Wareneinschränkung aufgehoben. Meiner Meinung nach. Psst, du hast 100.000 verschiedene Sachen zum Basteln. Bin ich hier, Alter. Alter, währenddessen kann ich nur Scheiße gehen, Alter. Weißt was? Na, Bull. Na, wir haben eh nicht wirklich was am Start. Nee, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Ich hab schon fast überlegt gehabt wegen Keramik und Metall, aber wir haben eh so wenig. Vergiss. Besser vergiss. Wir haben viel zu wenig am Start. Dass wir was basteln könnten. Und wie schauen wir aus? Voll aufgehauen? Ja, das Mindeste. Das Mindeste vom Mindesten erwarte ich mir da jetzt. Einmal kurz abchecken. Da hintere. Da ist der Haber. Stepper, die fahr schon wieder ganz falsch. Super. Klassiker. Klassiker. Fahr schon wieder ganz woanders tief. Wenn du nicht einmal hier von mir ist. Oh, Regen ist auch wurscht, aber geht schon in die Gehe. Waffeneinsatz eingeschränkt und scheiße gegen den Waffeneinsatz. So schaut's aus. Fahren wir mal da mal ganz kurz drüber. Würde mich interessieren, was da uns so erwartet. Crossplayerin L sogar. Bist du gibt's da irgendwas wieder mit einer Datei oder irgendwas im Konto noch für einen Feind? Ich hab Angst. Das kann lustig werden. Ja, sag ich ja, kann lustig werden. Also mit einem Truck oder so wird es ein bisschen schwer da herumzufahren. Ein bisschen halt. Aber nichts irgendwas Parteimäßiges oder so, gell? Nein, okay. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Naja, also beim Arzt, also sind wir nicht hab, aber der kann auch aber gefühlt aber jeder liefern. Das ist einfach nur einmal ums Eck. Und das war's. Das ist aber jetzt ohne Spaß. Das ist einmal ums Eck. Wie können die nicht miteinander verbunden sein? Oder ist der Arzt ein 31er? Oh. Ja, wurscht. Liefern. Drauf geschießen. Hi! Eine Lieferung? Oh, gut. Ich muss sagen, dass mich deine beruflichen Leistungen wirklich motivieren. Kämen wir den von irgendwo? Oh. Irgendwie kommt es mir so vor, wie würde ich den kennen. Du Stepp, oder für das? Für den kleinen Scheiß habe ich so viele Likes gekriegt. Kannst du einen Stufenaufstieg? Hilfst du mir, den UC-Arbeit zu treten? Safety! Ich habe mehr Menschen, die ärztliche Aufmerksamkeit schenken kann, die sie benötigen. Ist es die Mühe wert? Ja, na sicher, na komm eh nicht da ins Team, Alter. Bist bester Mann, Alter. Na was glaubst? Guter Mann, guter. Na schau, wir gleich den nächsten Abschied dabei. Und von einer verlorenen Fracht schon zwei Stufen. Oh! Schneck! Hat er vielleicht sogar dezent irgendetwas zum Liefern? Ich folge noch für einen Freund. Oh, da ist doch viel schwarz. Noch sehr, sehr viel. Taugt noch nicht. Na schön, dass der auch wenigstens dazu eingestiegen ist. Vielleicht kann ich dann ein bisschen was mit der Straße anfangen. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ach, übrigens habe ich etwas gefunden, das dir nützen könnte. Es gehört dir, wenn du magst. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Es hat irgendwie so neongrün leuchtend aus. Ich weiß nicht, ob du das saufen solltest. Feldflasche wurde auf Stufe 2 verbessert. Na, wie nett. Alter, der kriegt einen Herzflatterer, Alter. Der geht nur noch die Pumpen. Das hier. Das Fetzen hier. Mehr Leben rettet. Bitte gib nicht auf, wie schwierig es auch werden mag. Ich bitte dich inständig. Du hast
hast einen weiteren Bunker ins Netzwerk geholt. Gut gemacht. Das chirale Niveau steigt wie prognostiziert. Das ist gut. Es wird dich freuen, dass die Operation von BB-28 gut gelaufen ist. Mm. Es sollten keine zusätzlichen großen Eingriffe nötig sein. Wir sind noch nicht über den Berg. Aber ich denke, das Schlimmste haben wir hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch das Netzwerk weiter ausbauen, Änderungen beim Anstieg des chiralen Niveaus überwachen und Anpassungen vornehmen. Medikamente sollten genügen. Weiter so, Sam. Jetzt bin ich aber gespannt, ob drüber was hat. Neuer hast eh was. Oh. Können da die Bots da was machen? Ich frage nur für den Freund, weil das kann ich jetzt nicht liefern, na büste Eppert. Das würde mich aber trotzdem interessieren. Hatte man den Auftrag nicht angenommen? Oh ja, Eta! Ich denk's mir gerade, Alter, er hatte den Auftrag nicht angenommen. Ich so schau und sehe ich nix. Eta! Wart. Bin da aufgefahren? Einfach nur für den Freund. Es wäre es wieder gewesen, Alter. Ich bin gleich so auf, drauf geschissen. Au. Ja, mit dem Motorrad geht's, oder? Oh, sogar mit Move und alles drum und dran. Bist du einfach nicht schlecht. Jetzt wollte ich es wieder wissen, der Habschi. Er wollte es wieder unbedingt wissen. Straßenarbeiten. Ich würde sehr, sehr gerne die Straße arbeiten. Sehr, sehr gerne. Da kann ich nicht gleich so rauffahren, oder? Schauen wir es mal an. Schaut jetzt nicht so danach aus, wie wäre das jetzt. Nein! Schaut jetzt für mich definitiv nach keinem Nein aus. Aber dafür habe ich was anderes entdeckt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer ist gefallen, Mann? Der ist vor allem sehr, sehr gut, wenn ich sowas entdecke. Nehme ich gleich mit. Oh, da habe ich gleich da und da drüben auch noch da. Einfachen Muss. Einfachen Muss, Leute. Ich muss alles von den Dingern sammeln. Ah, das ist dann schon auch ein bisschen eine Zacherpartie, wenn ich alle von denen da sammeln muss. Aber ja, gehört halt dazu zur Platte. Ist okay. Nehme ich in Kauf. Nehme ich definitiv in Kauf. Setzt er schon wieder an, gell? Muss man schon wieder dezent in Arsch da haben sammeln. Aber wenn ich das schon wenn ich das schon wieder sehe, oder? Robotikerin. Dann muss ich gleich mitnehmen. Muss ich einfach mitnehmen. Ja, Alter. Schwere Zeiten sind angekommen. Digga. Muss liefern. Muss liefern, was geht. Muss das nehmen, was ich kriege. Konkurrenz schläft mit. So schaut's aus. Ja, ist halt die Frage, ob ich da. Ja. Das werden schon mit Absicht so gemacht, dann sag's da. Ja, jetzt voll. Das Geschissene ist ja, ich sehe die jetzt nicht einmal mehr. Das ist ja noch beschissener. Ja, so halber sehe ich eh noch. Trifft sich aber gut. Vielleicht finde ich noch die Nabelschnur. Oh. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bist du deppert? Lauf, Schule. Lauf, Hilfe. Hilfe. Okay, damit habe ich jetzt eher weniger gerechnet. Ich wollte die Nabelschnur durchtrennen. Ich wollte jetzt unbedingt die Nabelschnur durchtrennen. Fuck. Ja, nicht so dramatisch. Aber dennoch. Hätte ich gern gemacht. Wenn ich das schon so einen Wichser vor mir hab. Na dann schauen wir es mal an. Das wird eh nicht der letzte Haverer sein. Das kann ich da jetzt schon sagen. Wenn das der letzte Haverer ist, Alter, dann fühle ich am besten.
Geht's ja wohl so aus, ist sicher, oder wenn wir da jetzt dann später dann noch eine Straße hätten. Das ist aber eher wieder die Frage, wohin uns wirklich am Ende des Tages die Straße hinführt. Das ist das Nächste. Ich habe das Gefühl, dass das so einige auf uns warten. Fuck. Boah, der eine ist motiviert gewesen. Boah, der eine, das eine Viech ist sehr, sehr motiviert gewesen. Oh, wollte unbedingt fressen. Aber er wollte unbedingt fressen. Das habe ich gemerkt. Das habe ich mir definitiv gemerkt. Oh, da gibt es aber auch wieder was für Terra da, wenn ich da schon unterwegs bin. Den Rest wird eh wieder zu Fuß gemessen. Na, 100%. Ich werde das jetzt noch ausnutzen. Die paar Meter. Die paar Meter werde ich jetzt definitiv noch ausnutzen. Na, hallo. Deppert wie ich. Deppert wie ich. Definitiv. So, einmal. So, sehr gut. Schweber habe ich normalerweise noch dabei. Und ich sollte noch einen Schweber dabei haben. Normalerweise sollte man einen Schweber dabei haben. Warte, das wird da, gell? Ja, ja, fix. Das wird da. Nehme ich mit. Oh, heiße Quelle oder was? Ja, aber leider ohne Pipi ist ein bisschen zart. Ohne heiße Quelle, Digga. Das ist dann zart. So, das nehme ich auch noch mit. Sicher, sicher. Das sind ein paar extra Likes. Muss schon drin sein. Das Praktische ist, wir sind genau in dem Netzwerk drin. Da kann man wenigstens endlich lange herumfahren. Da geht's ja wenigstens noch. Ist ja wenigstens was. Aber trotzdem, die Straße interessiert mich schon sehr, wo die hinführt. Das würde mich auf alle Fälle interessieren. Aber oh, da wird geliefert. Da wird wieder geliefert. Aber weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde den Spray jetzt ausnutzen. Unbedingt. Einmal. Der ganze Schnee und alles drum und dran, der fickt uns. Der fickt uns so richtig. Bist du deppert? Alter, die Kisten war ja halbert hier, Alter. Bist du deppert? Kann ich jedes Mal aufs Neiche so einen Scheißdreck kaufen. Super. Alter, mehr verlorene Fracht als wie eigentliche Fracht. Alles klar. Schaut ein bisschen eingefroren aus, der Hapschi. Den hat den mal überhaupt nicht geholt. Die paar Tage, die fallen halt auf und weiter. Die paar kleinen Härchen, okay. Gut behandelt, wie ich sehe. Na, da kannst du jetzt aber hergeben, ein paar Likes. Minimum anstehen, Minimum, 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 Minimum. Ja, hast du das Wetter da draußen gesehen, dann musst du mir schon ein bisschen was geben, gell? Oh, sogar zwei Sterne da am Bahn. Bombe, die Bombe. Ja, ist halt nur die Frage, ob ich auch irgendwas krieg. Obwohl bei 200, fast 300. Ach, scheiße. Dritter Stern, Digga. Dritter Stern wäre schon wichtig. Wäre schon geil gewesen. Wie man hat, bist du der Ansprechpartner für das chirale Netzwerk. Ja. Kann ich nach Vertragsabschluss wirklich auf eure Baupläne und so weiter zugreifen? Ja. Ich will meine Forschung mit allen teilen. Ihre Arbeiten haben mir genutzt, deshalb soll meine Arbeit auch ihnen nutzen. Bombe? Lass mich ein Teil der UCA werden. Ah, sehr schön, sicher. Mach mal. Mach mal, mach mal. Und wieder ein Mitglied mehr. Bombe. Perfekt. Perfekt. Wird schon langsam was. Aber ohne BB fühlt sich einfach falsch an. Es fühlt sich einfach so richtig falsch an. Ohne BB. No, da sind noch so einige Flecken. Das taugt mir nicht. Sogar das eine Flecken bei der Straße. Geil. Geländeskelett. Aha.
musst mir jetzt erklären. Mehr Gewicht oder einfach nur zum Klettern besser? Ich glaube eher mehr zum Klettern. Sehr gut, sehr gut. Dann sitzen wir wohl in einem Boot, Sam. Ich würde dich gerne herumführen, aber hier sieht es gerade schlimm aus. Danke, Sam. BB-28 scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Seine Bindung zur anderen Seite wird stärker, wie von uns erhofft. Die Krämpfe und Spasmen haben auch nachgelassen. Ich weiß, ohne ein BB ist es hart da draußen, aber du musst den guten Kampf fortführen. Hätten wir schon genau quasi im Prinzip ein zweites geben können, so als Ersatz. Sam, wir haben einen Auftrag von einem neuen Kunden. Sieh ihn dir auf dem Terminal in Mountain North City an. Schon wieder. Anscheinend braucht jemand Medikamente. Der will immer nur schnell, der Habschiss gibt nichts. Ja,